kommt zu neuen Video von Final Fantasy 8 Remaster. Boah, Mann. Habe ich der Husten, ne, wenn ich scheiß Wetter. Hin. Amen. Oh, kaltes. Aber es hier noch 18, 19 Grad in der Wohnung hat, ja, geht die scheiß Heizung nicht an. Aber es ist ja dem Vermieters oder sonstiges wurscht. Ja. Weil es ja noch gerade mal Anfang September ist. Da geht's noch lang. Bin auch doof. Letztes Video bin ich da lang gelaufen ohne Ende. Wie dies. Sag mal, die hast du in der Übungshalle mal gegen den Acho-Dinos gekämpft? Weiß ich nicht mehr. Diesen Dinosaurier kann man bequem mit Zustand K beikommen. Ach ja, wir sollten dem Tour über Zustandveränderungen nachlesen. Oh ja. Hier einige Erklärungen zum Koppeln von Zustandseigenschaften. Wenn eine GF Appliers besitzt, die man mit Zustand koppeln kann, erscheint beim Koppeln von Zauber. Ein Fenster über den HP-Wert. Die Zustandsoption in Weiß. Mit zweimal wechselt man in das Kopplungsmenü für Zustände. Die Schritte sind ähnlich wie beim Koppeln von Elementen. Ah oh Gott, zerkauft scheiß Viech. Man wählt ZU, Angriff oder Abwehr. Zum Zauber, der damit gekoppelt werden soll. Aber Vorsicht! Zauber ohne Zustandseigenschaften wie Fura können nicht gekoppelt werden. Die Wirkung der Zauber unterscheidet sich jeweils bei ZU-Angriff und Abwehr. Der ZU-Angriff wirkt sich auf den Buffet-Angriff aus. Die Prozentanzeige zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff eine Zustandsveränderung im Gegner auslöst. In diesem Fall wird der Gegner mit 90% Wahrscheinlichkeit in Blindzustand versetzt. Das Maximumwert beträgt 100%, doch je nach des Gegners kann auch ein 100%ige ZU-Angriff fehlschlagen. Wenn man ZU Abwehr koppelt, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein feindlicher Angriff eine Zustandsveränderung hervorruft. Die Wahrscheinlichkeit wird in Prozent angezeigt. In unserem Fall kann ein Schlafangriff zu 18 abgewehrt werden. Doch auch bei 100% Abwehr können je nach Gegner Zustandsveränderungen eintreten. Je nach Appellier der GF können bis zu zwei Arten von ZU-Abwehr gekoppelt werden. Die Medica-Zauber kann gegen mehrere Zustandsveränderungen wirksam sein. Es ist empfehlenswert, verschiedene Kombinationen auszuprobieren. Mit Optimal werden natürlich die Zauber automatisch gekoppelt, die die besten Werte aufweisen. Und beim Acho-Dinos brauchst du also nur den Zauberschlaf mit Zustands-Z koppeln, weil er dagegen empfindlich ist. So gingen wir jetzt zum geheimen Ort
Es ist gleich hinter der Übungshalle. Ich halt, glaube ich, oder soll ich was sauber machen? Intime war auch gut. Ja, sauber halt ja so. Wait, wait, wait.
nicht so gut.
Ja, wie gesagt. Ja, okay, das war's dann im Video.